Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grimm Legends 2 Song of the Dark Sworn. Ja, im letzten Part haben wir dieses Perlenrätsel gelöst, beziehungsweise ich habe es nicht ganz geschafft. Darum bin ich mit einem, habe ich mir einen Tipp geben lassen, um das Rätsel zu lösen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir waren ja kurz davor, es zu lösen. Ja. Und dann haben wir hier so einen weiteren Wächter bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir hier noch Aktion? Im Keller haben wir auch noch eine. Im Keller haben wir auch noch eine. Hier liegen überall Federn rum. Ich überlege gerade, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ist der Mann hier, weil hier überall Federn liegen, ist das der Schwan? Noch ein Opfer des schwarzen Schwans. Ich muss ihn aufhalten. Ah, dann war das andere Opfer auch vom schwarzen Schwan. Interessant. Was kann ich hier machen? Da kann ich bestimmt auch irgendwas machen, oder nicht? Mal schauen, ob wir da auch noch irgendwas machen können. Gucken wir mal eben. Wo haben wir hier noch was? Die Brücke. Ja, da können wir die... Den Bären haben wir und den Hirsch. Da fehlt jetzt noch ein weiterer. Genau, den kriegen wir nicht ran, ne? Genau. Da müssen wir nochmal was anderes probieren. Was haben wir denn noch? Kerzenwachs, Adlerfragment. Das geht nicht. Was machen wir hier mit dieser Schnecke? Ja, wollte ja, glaube ich, nichts, ne? Ich glaube, da ging gar nichts. Hatten wir hier noch weitere Aktionen? Eine andere Lösung. Da haben wir auch nichts. If you see the little princess, tell her I miss her. Okay, wenn ihr die kleine Prinzessin seht, sagt ihr, ich vermisse sie. Alles klar, werden wir tun. Ich gehe nochmal in den Keller, ob wir da noch was anderes machen können. Oh, da haben wir irgendwas. Okay. Ein Schloss, das einen Wald darstellt. Jedoch fehlt ein Teil. Jetzt haben wir ein Docht. Bringt uns bloß nichts. Mhm. Gut, dann gehen wir hier erstmal weg. Also hier hätten wir noch was. Dann gehe ich nochmal zur Brücke, ob wir da irgendwas finden. Vorsicht. Trolle. Ja, die Trolle sind überall. Ach man, ich wollte da nicht hinten. Nein, ich wollte zur Brücke. Ich wollte zur Brücke. Ah, hier, was haben wir hier? Zweige. Zweige. Hey, jetzt haben wir richtig viele Sachen. Kann ich irgendwas kombinieren? Ja, das passt ja irgendwie alles nicht zusammen, ne? Das ist ja irgendwie alles... Nee. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Ach genau, hier haben wir wieder... Genau, ein weiteres Stück hiervon. Ich glaube, da werden wir aber auch nicht alle finden. Ich sehe die immer sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir noch was? Was war das? Nee, da geht's nur da rein. Mehr ist hier nämlich nicht. Ah, okay. Beim Inselwald. Mag die vielleicht einen Zweig haben? Nee. Oder eine Schnur? Was hältst du von einer Schnur? Beziehungsweise ein Docht. Ein Docht? Hallo? Will sie nicht. Klopf, klopf. Ja, klopf, klopf. Die will ja nichts. Ich kann das mal ausprobieren, aber pff, manchmal weiß man ja nicht so genau.
Hier muss irgendwas sein. Was haben wir denn hier? Da haben wir die Hemden, dann haben wir den Pilz. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Der Otter möchte nicht näher an die Tür herantreten. Ja, das kann ich verstehen. Ich muss ihm mal eben einen Tipp geben. Bei dem können wir was machen. Bei dem war ich doch. Was können wir denn da machen? Also irgendwas können wir hier tun. Die Frage ist nur, klebriger Schleim. Nee, das will er nicht. Das will er auch nicht. Nee, ich will mir keinen Tipp geben. Ah, okay. Alles klar. Guck mal, jetzt können wir das hier rauf machen. Schiebe jeden Wächter zu dem richtigen Fußabdruck. Och, du Schande. Der kommt dahin. Oh Gott, was soll das sein? Kommt der dahin? Dann kommt der dahin. Der dahin. Nee, oder der dahin. Und der dahin. Sehr schön. Das ging ganz schnell. Das war ein cooles Rätsel. Das hat mir gut gefallen. Ja, toll. Und jetzt? Unterirdischer Durchgang. Oh ja, das klingt gut. Kerzenwachs irgendwie zusammen machen. Ich brauche Licht. Eine Flamme in einer Laterne zu entfachen ergibt keinen Sinn. Ja, es gibt so manch andere Dinge, ergibt auch keinen Sinn. Aber egal. Was haben wir denn da? Ich dachte, ich kann das mitnehmen. Was anderes haben wir hier noch gar nicht, ne? Müssen wir erst... Nee, ich muss da bleiben. Die Laterne bedeutet, dass jemand vor kurzem hier entlang gegangen ist. Leider hat er keine Kerze für mich zurückgelassen. Nee. Und ich muss jetzt eine hier zusammenfriemeln. Nur den Docht? Nein. Ich kann das irgendwie nicht kombinieren. Ich muss irgendwas hier machen. Also, auf dem Bild, oder? Weil hier ist ja sonst nichts. Aber die Frage ist, was? Ich frage mich, was ich damit machen muss. Soll ich nochmal rausgehen? Nochmal zur Brücke? Aber bringt mir ja eigentlich auch nichts, ne? Hier ist ja nichts. Also ich soll ja zur Brücke. Nee, ich soll da rein. Ich soll hier rein, also wirklich. Die Strömung ist sehr stark, doch ohne Licht gehe ich keinen Schritt weiter. Nee, es wäre auch nicht so schlau, wenn wir da weitergehen würden. Definitiv nicht. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Ja, das sind gerade Verzweiflungstaten. Soll ich den Pilz da reintun? Tja. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie soll ich denn hier Feuer machen? Nee. Das funktioniert ja auch nicht. Was ist das? Was soll das sein? Irgendein Stein? Ist das vielleicht ein Feuerstein oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Woher soll ich das wissen, dass ich die Sachen darauf legen soll? Dieser Pilz ist schnell entflammbar. Allerdings brennt es er sehr schnell ab. Ich brauche noch mehr Zündstoff für das Feuer. Ja, dass ich das darauf legen soll, weiß ich doch nicht. Also. Ah, nein. So. Das ist schon sehr gut, aber was mache ich als nächstes? Ich hab's, ich muss die Laterne anzünden. Wie willst du denn die schon anzünden? Ah, also doch. Ah. So wird es einfach mit dem Stein verschmelzen. Hier rein. Oha, es ist aber immer ein großes Gefäß. Was habe ich die ganze Zeit dabei? Wir haben eine Kerze gemacht. Total easy. Ging total gut. Ach ja, ich zünd sie ja noch an. Sehr gut. Eine brennende Kerze. Siehst du? Seht ihr? So easy ist das. So, sehr schön. Waldhütte. Ist hier noch irgendwas? Eine Fledermaus. Nee, nee. Nee, nee. Ich will mal eben. Warte, Moment. Achso, ich kann da gar nicht zurück. Okay, jetzt sind wir bei einer Hütte. Sieht schön aus hier. Ach du Schande. ja. Dann suchen wir mal wieder hier ein paar Teile. Aber auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Bild, das muss ich sagen. Aber man erkennt die Sachen mal wieder nicht so gut. Ich muss mich mal ein bisschen weiter wegbewegen. Was soll das sein? Ja. Das sieht alles so gleich aus. Aber sehr schön. Da würde ich mich auch gerne hinlegen. So auf einer Sommerwiese und einfach der Natur lauschen und die Wärme genießen. Ach du Schande. Da ist eins. Was fehlt mir noch? So ein kleines rotes Teil. Das da? Und so ein. So eins. Ach mir. Ach nee, das habe ich schon zusammen. Mir fehlt nur noch eins. Mir fehlt nur noch eins. Ich sehe die Welt vor lauter Gräser nicht mehr. Hilfe! Voll süß, die kleine Marienkäfer. Entweder ist das jetzt ganz klein, das Ding, oder es ist so groß. Ich bin einfach nur blind wieder. Wo könnte das sein? Ich sehe es nicht. Ehrlich nicht. Wir finden nur noch dieses hier. Nee. Da? Ah, sehr schön. Klasse. Was ist das? Ein Türgriff. Oh, ein schöner Türgriff. Dann gucken wir mal weiter. Machen wir da einen neuen dran? Oh, geht gar nicht. Jetzt? Aha. Interessanter Türgriff. Definitiv. Da haben wir was. Handschuhe? Das ist so ein Schleifstein, anscheinend. Gut. Nein. Jetzt dreht er sich die ganze Zeit.
Was haben wir hier? Offensichtlich fehlen hier ein paar Steine. Ja, dafür haben wir jetzt... Was ist das? Ein Schal? Nasser Verband. Okay, dafür haben wir einen Verband. Oh, hier sind irgendwelche Bilder drauf. Irgendein Motiv. Gut, dann gehen wir zurück und ich würde sagen, in die... Ja, mal gucken. Wollen wir vielleicht mit ihm sprechen? Er ist auf jeden Fall verletzt. Vielleicht wurde er vom schwarzen Schwan verletzt. Vielleicht ist er auch der schwarze Schwan. Man weiß ja nie bei solchen Spielen. Hallo? Was? Einen hat sehr hohes Fieber und sieht aus, als hätte er große Schmerzen. Wie kann ich ihm helfen? Da fehlt, glaube ich, irgendein Wort. Er hält etwas in seiner Hand, aber ich kann seinen Griff nicht lockern. Darunter ist eine schreckliche Wunde. Ich muss sie genauer untersuchen. Handschuhe? Nee. Gut, dann lasse ich dich erstmal. Was haben wir hier? Ein guter Stößel ist der beste Freund einer Heilerin. Ja, nimm ihn doch. Nee, sie nimmt lieber einen Schwamm. Ein Stößel. Nee, das ist das gleiche Bild. Hier können wir auch irgendwas machen. Er kocht gerne. Wieso kocht er gerne? Nur weil da was drin hängt. Da haben wir eine Pfanne. Dann können wir noch was nehmen? Eine Schere? Stumpfe Schere. Man könnte eine neue Pfeife gebrauchen. Okay. Gut, lassen wir das erstmal. Was haben wir denn hier? Abgeschlossen. Wo ist der Schlüssel? Den hat er wahrscheinlich in der Hand. Gehe ich von aus. Aber hier sind auch wieder zwei Schwäne. Also entweder ist er auch ein weißer Schwan oder ist der schwarze Schwan. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich gucke hier nochmal eben, ob hier irgendwas ist. Ich finde noch eine stumpfe Schere. Mhm. Das ist gut. Geschliffene Schere. Ja. Gut. Das war das. Dann gehen wir mal wieder raus. Wofür brauchen wir die Schere? Ja, um das aufzuschneiden, genau. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ein Schwamm? Der Schwamm ist trocken. Nicht? Ich dachte, ach so. Ich dachte, ich soll den jetzt nass machen. Ah, hier. In der kleinen Höhle auf dem Grund des Teiches befindet sich ein Fisch. Da ist noch was anderes. Eine Steinspule. Ja. Gut. Gehen wir erstmal wieder hinein. Genau, jetzt geht das. Also er lebt auf jeden Fall noch. Er hat gerade das Gesicht verzogen. Kann ich jetzt den Verband ranmachen? Ein Verband ist nicht ausreichend, um diesen Mann wieder auf die Füße zu bekommen. Ja, ich mein's ja nur gut. Eine Bratpfanne? Nee, keine Ahnung. Aber hier hat er den Schlüssel, den sieht man schon mal. Was braucht er denn? Hier kommt die Bratpfanne rauf. Irgendwelche Kräuter eventuell? Ja. Verzweiflungstat. Ich weiß gerade nicht weiter. Eine Aussparung für eine Art Gefäß. Okay. Da haben wir ja noch nichts. Ich muss bestimmt hier rein, aber...
Aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Also wir sind hier schon richtig. Handschuhe? Nein, das brauchen wir ja auch nicht. Oh, doch wirklich das Verband. Beziehungsweise den Verband. Was ist das jetzt? Ein Verband. Achso, den haben wir jetzt einfach trocken gemacht. Aha. Kann ich den jetzt rummachen? Ja. Aber was mache ich damit? Gute Frage. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir sollen irgendwas hier machen. Gute Frage. Soll ich hier irgendwas mitmachen? Ja, das geht ja nicht. Handschuhe, Steinspule. Ach nee, das passte nicht, ne? Ah, okay. Ich muss noch eine Steinspule finden, anscheinend. Aber wo finde ich die? Wo finde ich die? Das ist hier die Frage. Ich würde aber sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Und dann gucken wir mal, was wir noch so benötigen. Und was uns fehlt. Ich bin gespannt, was wir hier... Was uns hier noch erwartet. Und was es mit diesem Mann da auf sich hat. Ja. Ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Eure Inori Epi.